ist ein Argument zumindest, ne? Ich will den Informanten. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu ihrem Informanten. Ja, wo ist... Koistates. Surprise, hin. Тебе нужно. Ладно, я буду продолжать. Wir bekommen Gesellschaft. Mal wieder Spaß haben. Wir nähern sich schnell. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Auch nicht. Das ist cool. Oder. Immer schön vorarbeiten. Und das Problem bei denen ist, die spawnen immer nach. Weg damit! Fuck, okay, guck mal. Zumindest solange man nicht eine bestimmte Position erreicht hat. Vielleicht sollte ich mich nicht zu weit rauslehnen. Noch irgendwo einer. Wo? Oh. Mach. Oh. Huch. Meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sag mir das doch mal einer. Aus. Und unser Informant? Dem läuft jetzt einer vor. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihren Informanten. Ah, komm schon. Ah. Schade, Doppelte funktioniert nicht so wie im Multiplayer, also muss ich... Wir machen Fortschritte. Njam. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Hm. Da, der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen und wir werden siegen, Captain Price. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Was macht ihr da? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setze ich in die Ecke. So, Gas, wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Ich dachte, die wollten ihn vergewaltigen oder so. Alter, sorry, vergewaltigen. Mano. Nein. Ah. Aua, 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 das war nicht nett. Gut, da gäbe es jetzt auch die Möglichkeit, in dieses Haus zu gehen, aber irgendwie, wenn anders gewohnt hat, gehe ich schon mal hier lang. Ich hab aus Versehen den Russen gekillt. Verzeihung. Vielleicht lebt er noch. Weil die Musik regt dazu an zu sprinten. Gas auf die Rückseite und unterbricht die Stromzufuhr. Alle anderen bereit machen. Ich muss dann hier warten. Ah, wir sagen Beeilung, Beeilung, Beeilung und ich bin als Erster da. Gas, jetzt. Okay, kennt euch hier unterbrochen. Schön an den Schulterkappen. Victor! Einer. Diese Nachtsichtgeräte machen das einfach. Sascha! Aha! Oh, ah! Komm schon.
cool und er lebt trotzdem. Das sind Russen. Jetzt weiß gar. Er ist es. Nikolai, bist du in Ordnung? Kannst du laufen? Ja, weil ich kann immer noch kämpfen. Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Also, Big Bird, Bravo 6 hier. Wir haben das Paket. Treffen bei Landezone 1. Over. Bravo 6, Big Bird hier. Sind auf dem Weg. Ende. Los geht's, los geht's. Ich finde das echt interessant. Hier schlägt so eine Granate ein und der überlebt. Ach ja, Moment. Ich habe ja vergessen. Wie viel gibt's hier noch? Habe ich irgendwelche? Gut, ich habe alle dabei. Hier war halt der zweite auf dem Klo. Wie es sich halt gehört. So, nach dem Grip brauchen wir den auch nicht mehr. Da hinten geht die Sonne auf oder so. Im Westen? Eigentlich müsste die doch da aufgehen, oder? Im Osten geht die Sonne auf. Deswegen heißt das West noch Abendland. Eigentlich. Na okay, es ist auch es ist Russland. Da sind auch immer wieder anders. So. So, an der Stelle höre ich jetzt mal auf. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann, dass da wirklich an der Seite ein kleines Stück abgeschnitten ist. Bevor mich das dann irgendwann zur Weißglut bringt, weil ich es einfach nicht ab kann, würde ich mal sagen, höre ich an der Stelle kurz auf. Das war jetzt keine lange Aufnahme, das waren jetzt Training, Al-Fulani, Schiff und das hier vier Level insgesamt. Naja, 4 Level, 4 Laptops, guter Schnitt. Ja, dann werde ich halt einfach weitermachen. Wie gewohnt, einfach längere Aufnahmen. Vielleicht mache ich ein komplettes Kapitel. Ich meine, das Ganze ist ja in Kapitel aufgeteilt. Ich glaube, am Anfang 1, 2, 3 oder sowas. Jedenfalls, Epilog gibt es ja auch noch. So eine kleine Bonusmission. Jedenfalls, zum dritten Mal, oder? Jedenfalls, ich sag nichts mehr. Einfach nur bis dann und tschö. Man sieht sich. Oder ihr seht mich zocken. Tschö. So, da wären wir wieder zurück bei COD 4. Eine neue Aufnahme. Ich mach mal mein Gelaber etwas lauter. Ich spreche mal auch das Richtung Mikrofon. Vergesse ich immer beim Spielen. Diesmal sind wir bei den US Marine Corps, beim US Marine Corps, Sergeant Paul Jackson. Die Musik ist auch gleich ganz anders. Marines, unsere Aufklärer glauben, Al-Assad in einem Gebäude am Westrand der Stadt gesehen zu haben. Wir müssen den Randbereich sichern und Al-Assad schnappen. Hurra, dann los. Hurra. Na? Charlie Surfley, Tag 2. Sergeant Paul Jackson, erster Aufklärungskommando US Marine Corps. Ich hoffe nur, dass es diesmal nicht zu laut ist, weil ich müsste zum Teil, ob wir jetzt ballern oder nicht, macht keinen Unterschied. Ich hätte beinahe die erste Aufnahme normal machen müssen. Weil einfach alles zu laut war. War wirklich alles. Das war. Im Programm war das wirklich ein Ausschlag von. So hoch. Ne? Sieht man jetzt auch, wie ich das hier alles so schön gestikuliert zeige. Jawohl. Jetzt fast dropping. Doi. Wie geht? Die haben doch nicht echt digital Tarnmuster, oder? Hallo? Dann mit mir zum Zielgebäude. Bewegung! Die Blockadestellungen errichten! Los! Lopez. Huch! Jose Vasquez. Field. Alles klar. So. Sui Bowling. Garnett. Baccara. Baccaramarkt. Doboy. Mach hin. Ich zünd schon mal hier eine Blendgranate und so. Ladung zünden. Have fun. Gut.
alles hier erledigt. Oh, hahaha. Alles klar, Kollege. Ja, wir müssen Al-Assad finden. Wir hören ihn auch, scheinbar. Ah, Mist. Da dürfte gleich einer Lunz. Ah, sag ich doch. Ja, ja, ja. Alles wird gut. Huch. Das war nicht geplant jetzt. Du stirb, du stirb. Ah, Mist, verdammt. Von wo denn? Noch alles. Hier ist keiner mehr, aber hier ist ein Laptop. Und ja, Al-Assad. Oder. Noch eine Pistole. Also, Pistolenmunition. Ah, ich muss mich hier mal ein bisschen Platz machen jetzt wieder. Ah, aber nachladen ist auch. Hier gibt es ein paar schöne Waffen. Allerdings keine, die man sonst im Spiel auch bieten. Obwohl, wir haben keinen Granatwerfer. Ich glaube, ich nehme mal die AK-47 mit Granatwerfer. Immerhin drei Granaten. Nein! Egal, hat mich nicht erwischt. Ja, halt deine Hand in meinen Schuss. Hallo? Was? Wieso? Alter, der war doch gerade nicht echt in der Ecke, oder? Naja, egal. Jetzt haben wir die Chance, die Kollegen. Immerhin einen. Bleib liegen. Viel Spaß mit der Granate. So, ich habe noch mal Claymores. Ah, nein! Das war nicht sehr nett. Gut, vielleicht sollte ich keine, vielleicht sollte ich da keine Claymore legen. Das hat uns immer Spaß gemacht. Verpiss dich! So, dahin. Granate. Blendgranate. Jedenfalls hatte ich ja Probleme mit der Aufnahme. Ja, toll! Das Laptop ist weg, es wurde gespeichert. Das heißt, es ist gut. Jedenfalls hätte ja Probleme mit dem Sound gehabt. Und wo ist denn hier meine AK? Obwohl, nee, gib her. Rotpunktvisier ist auch nicht schlecht. Jackson, wirf eine Blendgranate. Na toll. Das hat sich ja jetzt gelohnt. Naja, egal. Ja, jetzt ist keiner in der Ecke. Wie heißt das in Spielen immer? Immer nur Feuerstöße geben. Ach, wisst ihr was? Das ist doch langweilig. Nein, das ist nicht Al-Assad. Woher wisst ihr das alle? So schnell. Hauptquartier, hier Red Dog. Zielgebäude gesichert, aber kein Al-Assad. Over. Verstanden, over. Achtung, ich habe eben erfahren, dass Al-Assad einen halben Kilometer östlich von hier aus einer Fernsehstation sendet. Aha. Wir gehen zu Fuß hin und erledigen das Paket dort. Bewegung.